man kann das letztlich nicht gut ausgleichen. Will ich überhaupt in die Politik gehen, wenn ich dann solchen Hassnachrichten ausgesetzt werde? Lena Sanje-Günke zog 2019 als damals jüngste Abgeordnete in den Thüringer Landtag ein. Sie ist auch Fraktionsvorsitzende ihrer Partei Die Linke im Stadtrat von Jena. Was haben Sie für Erfahrungen mit Hate Speech? Danke erstmal für die Möglichkeit zum Interview. Wir sind natürlich als Politikerin besonders dann medial sichtbar, wenn gerade Wahlkampf ist oder wenn man damit nochmal eine andere Präsenz hat. Und ich habe das besonders im Jena Kommunalwahlkampf 2019 gemerkt, dass bei mir sehr viele sexistische und auch rassistische Angriffe unter Posts gesetzt wurden oder auch als direkte Nachrichten gekommen sind, durchaus auch unter Klarnamen, was ja viele nicht vermuten würden. Und ich mich dann auch mit anderen Kommunalpolitikerinnen ausgetauscht habe und gemerkt habe, das ist eine Situation, die nicht auf jeden gleich zutrifft. Da ist man als junge Frau, als migrantische Frau und eben auch als weibliche Kommunalpolitikerin nochmal anders sichtbar und vielleicht anders angreifbar für bestimmte Personen. Welche Empfindungen hat das bei Ihnen ausgelöst? Ich glaube, für mich war das Traurige, dass es mich nicht verwundert hat. Es hat mich nicht überrascht, weil das ja genau die Ausgangslage ist, mit der sich viele migrantische Menschen in Deutschland fragen, will ich überhaupt sichtbar sein? Will ich überhaupt in die Politik gehen, wenn ich dann genau solchen Hassnachrichten ausgesetzt sein werde? Und das war natürlich sehr, sehr schwierig, gerade wenn sexualisierte Gewaltstraftaten angedroht werden, wenn es Angriffe Richtung meiner Herkunftsfamilie gibt, etc. Das ist schwierig zu lesen, das steckt man, glaube ich, auch nicht so leicht emotional weg. Und je nach Situation hat mich das entweder mehr demotiviert oder aber auch mir Kraft gegeben, weil genau das zeigt ja, wir sind nicht so weit als offene, plurale Gesellschaft, wie wir das uns gerne immer alle erzählen, sondern genau das sind die Probleme, die bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Und das ist natürlich auch eine Form von Antrieb zu sagen, ja, und jetzt will ich es erst recht schaffen und erst recht sichtbar sein und mich erst recht nicht davon auch entmutigen lassen. Und ich glaube, es kommt sehr viel darauf an, ob man auch um sich herum Unterstützung erhält oder nicht. Woher haben Sie Unterstützung bekommen? Ich habe Unterstützung natürlich bekommen, gerade von Freunden und Familie, aber auch von meinem Team, die sich explizit darum gekümmert haben, mich da auch vor bestimmten Nachrichten zu schützen oder Kommentare zu löschen, darauf zu achten, dass ich vielleicht gar nicht erst alles lese, gar nicht erst alles sehe, was über mich geschrieben wird oder was man mir schreibt. Ich denke aber auch, dass es gezeigt hat, gerade auch nochmal in Parteistrukturen, dass vielleicht auch auf kommunaler Ebene, vielleicht auch gerade in Bundesländern, in denen die Migrationsquote tendenziell geringer ist, die Strukturen noch nicht unbedingt dafür ausgelegt sind, zu unterstützen und auch da vielleicht noch eine Unsicherheit ist, wie gehen wir mit sowas um, wie gehen wir vor. Ich für mich gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall am Anfang noch nicht die Information hatte, wo kann man sich hinwenden, wo kann man Dinge eben auch zu einer Anzeige bringen oder sonstig melden, weil auch Social Media ist ja kein rechtsfreier Raum. Auch da muss es ja Möglichkeiten geben, nicht nur emotionalen Support zu kriegen, sondern auch wirklich dagegen vorgehen zu können. Das war für mich ein großer Bestandteil. Ich glaube aber auch, dass man nicht unterschätzen darf, dass Hassnachrichten, die man online bekommt, stehen ja immer auch im Zusammenhang zu den Reaktionen, die man auch im Wahlkampf auf der Straße erlebt. Das heißt, rassistische und sexistische Kommentare bekommt man ja genauso dann irgendwie an einem Infostand in der Innenstadt. Das heißt, die Unterstützung darf sich natürlich auch nicht nur auf den medialen Raum beziehen. Wie reagieren Sie auf die Hasskommentare? Kommentare, die auf einen inhaltlichen Diskurs ausgelegt sind, auf die reagiere ich natürlich. Dafür sind ja auch Plattformen gedacht, damit man mit Menschen in einen interaktiven Austausch tritt. Mhm. Kommentare, die nur beleidigend sind oder die auch eine Gewaltandrohung mir gegenüber dargestellt haben, habe ich natürlich direkt gelöscht, beziehungsweise mein Team hat sich dann auch darum gekümmert, dass entsprechende Kommentarspalten eben auch Monitoring erfahren und nicht unter meinen Beiträgen Sachen stehen bleiben, die da schlichtweg nicht hingehören. Sehen Sie Langzeiteffekte auf Ihr politisches Handeln oder Ihr persönliches Leben?
Ich habe bei mir gemerkt, dass es die Tendenz gibt, das ein bisschen klein zu reden und zu sagen, naja, es gibt ja auch ganz viele positive Kommentare und ganz viele positive Interaktionen, aber man kann das letztlich nicht gut ausgleichen, sondern das ist trotzdem ein sehr, sehr konkreter Angriff auf die eigene Person und das ist für mich besonders schmerzhaft, der ist ja nicht damit verbunden, dass jemand sich vielleicht mit einem politischen Statement von mir abarbeitet oder ja einfach in eine Widerspruchshaltung gehen will, sondern dass jemand meine Existenz als solche in Frage stellt oder meine Berechtigung als Migrantin in einem deutschen Parlament zu sitzen. Und dann ist eben eine Linie erreicht und die ist in den sozialen Medien genauso erreicht, wie sie es auch im realen Leben ist. Und deswegen merke ich natürlich schon, dass ich auch manchmal mit einer anderen Angst oder mit einer anderen Unsicherheit geguckt habe, ne, was steht jetzt gerade auf Twitter, auf Facebook, auf Insta. Und man sich noch mal mehr überlegt, poste ich ein Bild auf dem, keine Ahnung, ich hatte eins, wo ich bei einer Demo zu sehen war, neben einem Schild, und eine kürzere Hose getragen habe und es dann darum geht, ob Menschen wie ich in Anführungszeichen kürzere Hosen tragen dürfen. Also ganz, ganz absurde, ganz sexistische Debatten, wo ich glaube, es geht ja nicht nur darum, was macht das mit mir langfristig und wie kann ich damit emotional klarkommen, sondern was macht das mit dem vielleicht 13-, 14-jährigen Mädchen, das sieht, dass jemand mit Normalgewicht online als dick bezeichnet wird. Was macht das mit deren Selbstbild, mit deren Selbstwertgefühlen? Und ich glaube, da sind wir auch gesamtgesellschaftlich noch sehr weit davon entfernt, eigentlich zu verstehen, auf wie vielen Ebenen es Langzeitauswirkungen hat, wenn solche Hasskommentare im Netz zu sehen sind. Und wir wissen ja statistisch, sie treffen eben besonders Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wir wissen, sie treffen besonders geflüchtete Menschen, migrantische Menschen, Menschen mit einem anderen Nachnamen. Und ich glaube auch, dass sie nochmal auf eine andere Art und Weise junge Menschen in der Politik betreffen, denen sehr gerne auch in der Kombination von Merkmalen jegliche Kompetenzen abgesprochen werden, obwohl es letztlich nicht darum geht, wie formal gebildet ich bin oder sonst irgendwas. Und deswegen, ja, ich glaube, das gibt Langzeitauswirkungen. Und für mich ist das Schwierige, dass es sie einerseits für mich wirklich als Individuum gibt, für mich als Einzelperson, die gucken muss, wann nehme ich mein Handy in die Hand und wann lasse ich es eben auch mal sein. Aber sie hat noch viel mehr Auswirkungen ja auf alle, die das registrieren, die das angucken und die sich davon abgeschreckt fühlen, die sagen, naja, Politikerin werden fände ich eigentlich ganz cool, aber sowas möchte ich mich dann doch nicht aussetzen. Und im Umkehrschluss natürlich auch auf diejenigen, die glauben, es wäre legitimiert oder in Ordnung, sich so offline oder online zu verhalten und das als normal für sich definieren wollen. Danke, dass Sie bereit sind, sich öffentlich zu diesem Thema zu äußern. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Traue ich mich noch, mich zu äußern? Traue ich mich auch dazu zu äußern, was ich für Kommentare online erfahre? Oder aber muss ich dann wieder Sorge haben, dass genau unter dem Beitrag die gleiche Welle wieder von vorne losgeht, ich vielleicht auch weniger ein Support-System habe, was sich da mit mir drum kümmert. Also ich, das ist auch wirklich eine Ressourcenfrage, inwiefern man sich dem stellen kann. Es ist natürlich auch eine persönliche Frage, inwiefern man sich dem stellen will oder sich dazu bereit empfindet. Und es zeigt eben auch, dass wenn weiterhin diese Problemlage individualisiert wird, dann ändern wir überhaupt nichts daran, dass manche Menschen eben nicht mehr öffentlich sprechen oder ihr Gesicht für diesen Austausch zeigen möchten, weil die Konsequenzen dann wieder nur beim Individuum liegen. Und ich glaube, das ist genau der Systemfehler.